Ein anderer Grund besteht aber auch darin, dass ich selten in meinen 41 Jahren auf diesem Planeten ein so heftiges Scheitern erlebt habe. Ich möchte das eigentlich auch nicht gerne nochmal haben. Und die Gedanken, die ich während dieses Scheiterns so herausgearbeitet habe, die sind eben tatsächlich in diesem Prozess entstanden. Und es fällt mir heute, also sagen wir mal so 8 Monate danach ungefähr, tatsächlich teilweise auch selber schwer nachzuvollziehen, was ich da verzapft habe. Also das heißt, ich brauche ein bisschen diese Vorlesekrücke, um meine Gedanken eben wirklich so pointiert rüberbringen zu können. Aber keine Angst, das ist hier keine reine Vorlesung, die ich machen will. Ich werde das zwischendurch auch immer mal wieder ein bisschen unterbrechen, das ein oder andere dazu erläutern. Und werde euch dann danach noch kurz erzählen von der Odyssey of Failure, die Odyssee des Scheiterns. Das ist ein Barcamp, das ich mit noch 2 anderen zum Thema Scheitern veranstalten möchte, das Anfang November stattfinden soll. Und ich werde euch sozusagen dann nach diesem Blogpost noch kurz erzählen, wie es zu diesem Barcamp kam, zu diesem Odyssee-Bild. Und dann haben wir, glaube ich, genug Stoff, um dann in eine hoffentlich anregende, interaktive Diskussion einzusteigen, die mir eigentlich auch viel wichtiger ist als alles, was ich jetzt hier eigentlich erzählen kann. Ich lege einfach mal los. Ich bemühe mich langsam zu lesen. Der Text ist teilweise relativ dicht. Wenn ihr irgendwo Verständnisprobleme habt, meldet euch. Wie gesagt, das eine oder andere will ich auch nochmal erläutern. Also auch wenn es eine Vorlesung ist, möchte ich trotzdem gerne, dass das interaktiv bleibt. Das soll euch nicht entmündigen, das Wort zu ergreifen. Kollabierende Momente, fehlergetriebenes Debugging von Intuitionen. In unserem Alltagsbewusstsein sind wir uns meistens im Klaren, meistens über unsere Gedanken, Gefühle und Handlungen für den Moment oder über eine längere Zeitspanne. Wir versuchen, das Richtige zur richtigen Zeit zu tun und in einem Flow zu bleiben, um unsere Ziele zu erreichen. Reflexionen durch das bewusste Ich über dieses Alltagsbewusstsein ermöglichen uns zu beurteilen, ob wir richtig handeln oder gehandelt haben. Ich verwende die Begriffe richtig oder gut, obwohl sie nicht leicht zu definieren sind, ohne in ein Gewirr philosophischer Ethik und Moral zu geraten. Da ich über Intuition und Scheitern in unseren Biografien spreche, möchte ich gerne auf einer subjektiven Ebene bleiben. Füllt gut und richtig mit euren eigenen Inhalten und für diejenigen, die ohnehin nicht an diese Kategorien glauben oder für die sie keinen Wert darstellen, sie spielen auch keine wirklich wichtige Rolle. Die Reflexion unseres Selbst können über Intuition in unsere Alltagsroutinen integriert werden. Sie helfen uns, besser im Flow zu bleiben, zu kommunizieren und zu kollaborieren. Intuitive Prozesse als kreative Pause des Innehaltens können ausgelöst werden durch den Willen, etwas zu verbessern, durch Zweifel oder im schlimmsten Fall durch ein Scheitern. Der Auslöser kann eine Diskrepanz in der Wahrnehmung sein, sogenannte kognitive Dissonanz. Wir stolpern über irgendetwas, womit wir in irgendeinem Moment nicht so richtig klarkommen. Etwas bringt uns aus dem Flow, eine Millisekunde der Unsicherheit, Angst, das Gefühl, etwas läuft aus unerfindlichen Gründen schief. Intuition selbst ist ein Prozess der Schwingung, der Resonanz im kreativen, musikalischen Sinn des Wortes. Es ist ein Feedback mit einem offenen Ende, vielleicht sogar ohne Rhythmus. Wir wissen nicht, wohin uns der Prozess bringen wird, eine schwingende Absichtslosigkeit. In diesem Sinn wird Intuition Teil des Flows. Flow beinhaltet nicht nur schöne oder positive Erlebnisse. Flow ist kein Werkzeug, um uns glücklich zu machen. Flow ist der Fluss, der münden will, die Kraft des Stroms, die uns unserem eigenen Entwurf unserer Zukunft näher bringt. Das ist ein relativ wichtiger Teil in diesem Ganzen, weil wir versuchen ja immer so, oder viele versuchen, weiß nicht, ob es für jeden zutrifft, unseren Alltag immer in so einem Flow zu organisieren und dann soll es einen Work-Life-Balance geben und dann kann man Zeitmanagement machen und alles wird ganz toll und wenn dann mal was nicht so richtig funktioniert, dann
muss man halt sich mal einen Moment zurückziehen und dann muss man ein bisschen innehalten, dann soll man auf seine Intuition hören und dann bekommt man so ein Bauchgefühl und dann kommt so eine Bauchentscheidung und die ist manchmal, hört sich ja total absurd an, aber dem muss man auf jeden Fall folgen. Wenn man das dann macht und das wagt, da über seinen Schatten zu springen, dann wird man ganz glücklich. So. Und das ist genau der Punkt, der mich in meinem Scheitern so wahnsinnig genervt hat, an allem, was ich irgendwie zu Intuition und Scheitern gefunden habe im Netz und in Dokumentationen und irgendwas. Da liegt quasi so ein Fehlzirkelschluss drin. Ja? Also Intuition ist eben eine absichtslose Schwingung. Und in dem Moment, wo ich sage, ich begebe mich jetzt in eine intuitive Phase, um hinterher glücklich zu sein, bin ich eigentlich schon raus. Wenn ich sage, meine Absicht, mich sozusagen in einen intuitiven Rahmen zu begeben, um danach glücklich zu sein, dann ist es nicht mehr absichtslos. Ich muss dabei einfach auch riskieren können, dass ich mir da ein Feld aufmache, wo plötzlich so viele Ängste und Dinge auf mich einstürmen, die ich halt vielleicht tatsächlich auch gar nicht mehr handhaben kann. Und das kann eben passieren. Und das ist auch nicht schlimm. Also das darf einfach da sein. Die Gewissheit ist eben sozusagen, dass wenn ich mich da so offen hineinbegebe, so absichtslos offen hineinbegebe, dass ich eben auch wirklich alles mitnehmen kann, was mir diese Situation eben halt auch einfach bieten kann. Und ich weiß es eben vorher nicht. Und das ist aber genau auch, das ist das Beängstigende daran natürlich, weil wir wissen einfach gar nicht, wohin uns das führt. So, das kann auch tatsächlich eine ganz handfeste Sinnkrise werden, die auch nicht unbedingt auf die leichte Schulter genommen werden kann. Also das ist mir auch wichtig, nochmal zu sagen, ich will hier nicht ein Fail fast, Fail better vertreten. Das ist für mich genauso ein komischer Zirkelschluss. Es geht nicht darum, einfach schneller zu scheitern, besser zu scheitern, mehr daraus zu lernen und dann ganz toll weiter zu scheitern. So, das ist nicht der Sinn der Sache. Ja. Mir ist es auch sehr wichtig zu unterscheiden zwischen Fehlern, Missverständnissen und Scheitern. Also dieses, man darf mal hinfallen und muss, Hauptsache man steht wieder auf und läuft dann weiter. Ja? Das ist, für mich ist das ein Fehler. Klar, ne? man stolpert halt mal und wir stolpern alle so rum und versuchen irgendwie unseren Weg zu finden und versuchen uns da drin irgendwie auszubalancieren. Es geht vielleicht auch nicht unbedingt darum, halt ein Ziel tatsächlich auch zu erreichen. Es geht vielleicht auch mehr darum, sich eben in absichtslose Prozesse hineinzubegeben und dabei viel bessere Ziele zu finden, als man sie sich vorher je denken konnte, wenn man plötzlich einen ganz anderen Standpunkt bekommt, den man vorher gar nicht ahnen konnte. Und das ist eigentlich so eher das, warum ich es wichtig finde, scheitern zu können und sich das auch zu erlauben, sich einfach darin auch selbst zu erlauben, mal andere Standpunkte einzunehmen, sich auch einfach mal von seinem Ich zu lösen. Und das hört sich natürlich jetzt so einfach an und so toll. Es ist nicht so einfach, ja, es hat auch niemand gesagt, dass es einfach ist, so. Es könnte sich aber lohnen und das ist so die Absicht auch hier dieses Vortrags einfach mal zu sagen, vielleicht muss ich gar nicht so viel Angst davor haben, vielleicht ist es auch einfach okay, dass es passiert, mal nur einfach so. Ich komme wieder zurück zum Flow. Flow verbindet uns mit uns selbst und anderen. Balance hilft uns gehen zu lassen. Jeder Schritt ist ein Akt der Balance auf einem Bein. Also es ist tatsächlich so, ja, wenn ein Mensch, der geht, ein Mensch, der voranschreitet, ist eigentlich balanciert er immer nur auf einem Bein. Das muss man sich mal vor Augen halten, ja. Also das ist, wir denken immer so, ja, ne, wir haben ein Ziel, wir gehen da hin, bam, 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 zack, zack, zack. Aber eigentlich sind wir dabei, dauernd beschäftigt, uns auf einem Bein auszubalancieren, um das nächste Bein frei zu haben, damit wir wieder irgendwo hingehen können. Und das ist eigentlich ein höchst gefährlicher Akt, dieses Gehen. Also ich kann viele Leute gut verstehen, die einfach irgendwo stehen und da einfach halt auch mal stehen bleiben wollen, weil das Gehen halt zu gefährlich ist vielleicht. Kann man ja auch mal so sehen. Jeder Schritt ist ein Akt der Balance auf einem Bein. Resonanz, Oszillation wird zum Rhythmus, in dem wir Angst verlieren können und uns vertraut machen können mit den kollabierenden Momenten von Krisen, Ausatmen, Einatmen, die Gezeiten der Seele.
das ist auch so ein Punkt, der mich wahnsinnig nervt. Ja, dann kommen so Psychologen und so tolle psychologische Ratgeber und die sagen, naja, dann machen sie das so und so und so und dann funktioniert das alles und dann ist wieder alles in Ordnung so. Es gibt aber kein Maß für die Seele. Und wir wissen ja auch gar nicht, was wir in Ordnung finden. Also wir können vielleicht gerade mal für den Moment sagen, wir fühlen uns wohl oder das und das ist in Ordnung oder das und das stört mich irgendwie. Aber was wissen wir, was wir in 2 Minuten finden? Wir wissen es ja gar nicht. Woher auch? Also wenn wir uns die Freiheit lassen wollen, uns verändern zu können, unseren Horizont aufmachen zu können, eben open-minded zu sein, dann können wir uns ja noch nicht mal selber vorhersagen. Also ich kann es zumindest nicht und ich würde auch eigentlich ehrlich gesagt jedem Menschen misstrauen, der von sich behauptet, dass er das kann. Also wir haben vielleicht bestimmte Grundsätze, wir haben bestimmte Prinzipien, wo wir sagen können, das und das würden wir nie tun. Ne, und das passt dann auch so und wir kämpfen auch dafür, dass das so bleibt, weil wir da drin einen Wert erkennen. Und das ist aber eben dann auch ein Teil unserer Biografie, dass wir immer wieder geänderten Umständen ausgesetzt sind und da drin eben gucken müssen, was passiert denn mit unseren Werten? Was passiert denn, wenn sich bestimmte Umstände ändern und irgendwas, woran wir ganz fest geglaubt haben und was uns sehr wichtig ist und wovon wir wissen, es ist richtig und wir sind von Herzen Pirat und ich kann nicht wir sagen, ich bin kein Pirat, aber ja, also ihr seid von Herzen Pirat und ihr seid wirklich felsenfest überzeugt. Was passiert, wenn sich bestimmte Umstände ändern, die niemand in der Hand hat, wenn sich eure eigene Sichtweise ändert? Ja, dann muss man all diese Werte plötzlich überdenken. Die bekommen andere Gewichtungen, sie sehen anders aus. Wir sehen sie einfach von anderen Seiten. Welche das sein können, das wissen wir einfach gar nicht. Und diese Freiheit, denke ich, sollten wir uns aber nehmen und dabei aber trotzdem für das kämpfen, was uns wichtig ist. Also einfach nur zu sagen, naja, mein Gott, das war mir gestern wichtig und jetzt ist es mir nicht mehr so wichtig, da bin ich halt daran gescheitert, mache ich jetzt anders weiter, das ist auch nicht der Sinn der Sache. Ja, sonst, das wäre dann eher so auf einer oberflächlichen Ebene von Fehler und Missverständnis verortet. Ich komme aber nochmal dazu, was eine mögliche Definition von Scheitern auch sein könnte, dann wird das vielleicht nochmal klarer. Nochmal zurück zur Absichtslosigkeit. Die Absichtslosigkeit von Intuition entzieht sich jeglicher Kontrolle. In dieser Absichtslosigkeit ist sie ein Verstoß gegen den Verstand, gegen rationale Entscheidungen und gegen Algorithmen. Intuition kann zeitlich nicht begrenzt werden. Es ist ein Prozess des ahnenden Erfassens, der Vorwegnahme komplexer Verhältnisse. Intuition braucht Distanz, Austausch, Verbalisierung und Schlaf als Raum für das Unbewusste. Am Ende kann die richtige Bauchentscheidung stehen. Es kann aber auch eine falsche Entscheidung sein oder gar ein Scheitern. Denken wir das Scheitern als eine starke Kraft, die uns auf Unstimmigkeiten in unserer Wahrnehmung oder kognitive Dissonanzen hinweisen kann. Solange alles läuft wie erwartet, gemäß unserer Muster und Gewohnheiten, wie sollen wir darauf aufmerksam werden, wo wir uns verbessern könnten? Selbstverständlich muss nicht alles permanent verbessert oder geändert werden. Aber wir können uns darauf verlassen, dass Zweifel, Enttäuschung und Scheitern starke Kräfte sind, die uns zeigen, wo Veränderungen nötig sind. Wie kann Scheitern helfen, in kollabierenden Momenten Intuition zu debuggen? Fehlergetriebenes Debugging basiert auf der Bereitschaft, sich in die Komplexität des Moments fallen zu lassen, ohne Sicherungsnetz oder Backup, mit dem Risiko kollabierender Momente und allem, was sie enthalten können. Vergangene Erinnerungen, Zukunftsaussichten, Gefühle, Träume, Wissen, Gelerntes, Gedanken, geliebte Menschen, Sehnsüchte, Bewegung, Erfahrungen, Verwundungen, Brüche, Einsamkeit, Tränen, Wahrnehmungen, Ängste, Narben, Reflexionen, Muster und Gewohnheiten. Mit offenen Sinnen, um größtmögliche Aufmerksamkeit zu erzeugen. Debugging selbst, wie ich es als Programmiererin sehe, ist die Provokation eines Systems nach Bugs, Fehlern, Grenzen. Im Zustand größtmöglicher Aufmerksamkeit für den Moment können die Umstände auf ein Scheitern provoziert werden. Vertraue den Fakten, die du selbst provoziert hast. Finde heraus, wo du stehst und womit du es zu tun hast. Hinderliche Muster aus der Vergangenheit, Sehnsucht nach Neuem, nicht genug Informationen, um eine Entscheidung treffen zu können, zu viele Tränen, zu viel Angst, um weitergehen zu können, braucht es mehr Zeit, um Gefühl und Verstand in einen gemeinsamen Rhythmus zu bringen.
Intuition selbst basiert ebenfalls auf Mustern, die sich in den Entscheidungen zeigen, die wir innerhalb des Prozesses treffen. Der Verstand sucht nach Sicherheit, die in die Irre führen kann, wenn Enttäuschung, Wut, Ängste oder Tränen nicht ihr volles Potenzial entfalten können. Im Durchleben all dieser Zustände besteht die beste Chance, ein klares Verständnis für die Situation zu gewinnen. Es geht darum, die Reflexe zu schärfen und Scheitern als Teil des Flows zu ertragen. Nicht nur Intuition, auch das Scheitern entzieht sich jeglicher Kontrolle. Wie können wir Bedingungen schaffen, um fehlergetriebenes Debugging von Intuition zu ermöglichen? Was wir nicht kontrollieren können, bringt uns zu Vertrauen. Vertrauen in uns selbst, Krisen durchleben zu können, selbst wenn sie in einem Scheitern enden. Vertrauen, uns anderen in Transparenz öffnen zu können, mit der Gefahr von Missverständnissen und Vorurteilen. Aber auch auf die Gefahr hin, verstanden zu werden und eine empathische Antwort zu kommen. Das ist wirklich sehr tricky, ja, weil es kann nämlich tatsächlich sein, dass wir so eigentlich besetzt sind von Ängsten, was passieren könnte oder was andere von uns denken könnten oder was alles schief gehen könnte, dass wir uns gar nicht trauen, vielleicht einfach mal das zu machen, was wir vielleicht eigentlich mal machen wollen, auf die Gefahr hin, dass wir ein positives Feedback bekommen. Das ist eine große Gefahr, ja, weil man riskiert ja sein negatives, gewohntes Weltbild loswerden zu müssen. Und das ist manchmal schwieriger, als wenn alles immer gut läuft und man manchmal selber scheitert. Warte mal. Ja. Also sehr interessante Sachen, die du vorträgst. Und was mich dabei so ein bisschen jetzt mitnimmt, ist die Frage, Scheitern kann man zwar nicht planen, aber man muss es mit einrechnen. Und wenn man diese Fähigkeit besitzt, dann ist man, glaube ich, schon einen Schritt weiter, sich mehr zu trauen. Weil wenn ich scheitere, dann ist es nicht schlimm, weil ich kann damit leben. Also nicht nur aus Fehlern lernen und dann besser machen und wieder alles perfekter machen, sondern den Fehler auch mitnehmen, um zu sagen, ich kann auch Fehler überstehen. Das Leben geht weiter. Genau, also ich würde sogar noch weitergehen und würde sagen, wir dürfen auch fehlerhaft sein. Also Fehler dürfen nicht nur da sein, um überstanden zu werden, sondern wir dürfen auch mit diesen Fehlern einfach auch da sein. Das ist auch völlig in Ordnung. Ich habe mal einen schönen Satz gehört. Ich werde bewundert für meine Fähigkeiten und ich werde geliebt für meine Fehler. Vielleicht passt das da wunderbar mit rein, weil wir sind keine Maschinen. Wir sind nicht programmiert, um fehlerlos zu sein, sondern wir sind Menschen und uns hat irgendein Schöpfer die Fähigkeit mitgebracht, dass wir Fehler machen können und wir sollten uns das auch erlauben. Ist, glaube ich, auch deine Message, jetzt, die du überbringen möchtest. Außer, dass ich an den Schöpfer nicht glaube, aber ja. Nochmal zurück auf die Gefahr hin, verstanden zu werden und eine empathische Antwort zu bekommen. Empathie ist ein Schlüsselfaktor für Verständnis und Vertrauen. Empathie, Einfühlungsvermögen, ist das Vermögen, die Stimmung und die Gefühle anderer zu erfassen. In den Neurowissenschaften wird Empathie mit den Spiegelneuronen erklärt. Diese Neuronen werden aktiv, wenn wir die Handlungen anderer beobachten oder selbst etwas tun. Beispielsweise fühlen wir uns sportlich, wenn wir die Olympischen Spiele im Fernsehen sehen. Unser Gehirn ermöglicht es uns, mit anderen empathisch zu interagieren, indem wir einfach das imitieren, was um uns herum passiert. Das bedeutet noch nicht, dass wir es verstehen oder dass wir damit einverstanden sind, aber es bedeutet, dass wir interaktiv verbunden sind, ob uns das passt oder nicht. Bezogen auf transparentes Scheitern kann empathische Interaktion darauf basieren, dass wir als Menschen durch unser Vermögen zum Scheitern verbunden sind. Scheitern kann eine Möglichkeit sein, Grenzen zu entdecken und blinde Flecken zu sehen. Scheitern kann helfen, kollabierende Momente durch ein Provozieren der Verhältnisse zu debuggen. Und wir sind dazu in der Lage, das so generierte Wissen zu teilen. In unserem Alltagsbewusstsein sind wir uns meistens im Klaren über unsere Gedanken, Gefühle und Handlungen für den Moment oder über eine längere Zeitspanne. Das reflektierte Bewusstsein ist ein stabiles Werkzeug, auf das wir uns verlassen können. Es basiert auf Kontrolle und wir brechen und wird brechen, sobald es mit Zweifeln, Fehlern oder Scheitern konfrontiert wird. Kontrolle ist ein Werkzeug, das nicht skaliert.
Es passt nur auf bestimmte Umstände, die durch die vermeintliche Sicherheit von Rationalität konstruiert werden. Um Kontrollsysteme aufrechtzuerhalten, ist viel Energie nötig, unter anderem das Verdrängen der Potenziale von Zweifeln, Fehlern und Scheitern. Zweifel, Fehler und Scheitern sind ein Verstoß gegen Kontrolle, genauso wie Intuition, Vertrauen und Einfühlungsvermögen. In ihrer Absichtslosigkeit werden sie zu flexiblen Werkzeugen, die nicht brechen, sondern die Fähigkeit stärken, kollabierende Momente auszuhalten. Und die nicht nur auszuhalten, sondern sie eben auch einfach mit anderen teilen zu können, also empathisch teilen zu können, auch darüber reflektieren zu können, darüber sprechen zu können. Ihre Flexibilität macht sie skalierbar. Wir können Intuition nutzen, um vertrauensvolle Umgebungen zu schaffen. Diese Umgebungen sind temporär und komplex, also lassen wir unsere Spiegelneuronen für uns arbeiten. Einfühlungsvermögen zeigt sich darin, nicht zu nah zu kommen, aber auch nicht zu fern zu bleiben. Vertrauen kann sich in längerfristigen Beziehungen entwickeln. Je mehr wir dazu in der Lage sind, kollabierende Momente auszuhalten, desto weniger müssen wir andere kontrollieren. Kontrolle kann auf eine hinterhältige Weise als schädlich angesehen werden, da sie eine Sicherheit vorgibt, die mit hohen Verdrängungskosten verbunden ist. Ganz zu schweigen von dem Verhalten, das nötig ist, um die Illusion von Kontrolle aufrechtzuerhalten. Passiv-aggressive und hegemoniale Kommunikation, skrupellose Lügen zur Vergrößerung des Egos, das Sammeln von Daten, die aus dem Kontext gerissen sind und lediglich Momentaufnahmen von sich schnell verändernden Identitäten darstellen. Die Erfahrung lehrt, dass wir genau so viel Offenheit vertragen, wie wir den Preis für ihre Verdrängung kennen. Und diesen Preis erfahren wir durch Zweifel, Fehler und Scheitern. Das ist jetzt erstmal der Blogpost. Soweit. Ich will noch mal kurz darauf zu sprechen kommen, wie wir im Endeffekt zu diesem Barcamp kamen. Und danach ist der Raum für euch völlig offen, sofern nicht jetzt schon irgendjemand, was drängend auf der Seele liegt. Ich hatte auf Twitter meine so eine kleine Ad-Reply-Diskussion mit dem Jörg Blumtritt, J. Benno. Und der hat ja so einen herrlichen katholisch-theologischen Hintergrund in seinem Denken. Und der warf mir mal so rein assoziativ irgendeine Schutzheilige ein. Und dann war ich irgendwie ziemlich sauer, weil ich dann gedacht habe, naja, ihr habt es ja schön in Bayern da unten, ne? Irgendwas läuft nicht so richtig, da hat man mal so einen Schutzheiligen, kann man mal anrufen und dann geht es wieder weiter im Text. So, ne? Und ich sitze da irgendwie in meinem atheistischen Berlin, ne, jeder nach seiner Fasson, wenn irgendwas nicht so richtig klappt, da muss ich halt selber gucken, wo ich bleibe, ja. So. Und habe ihm das mal so an den Kopf geworfen. Und darüber kamen wir dann auf die Frage, gibt es eigentlich einen Schutzheiligen für das Scheitern? Und den gibt es tatsächlich nicht. Also Jörg meinte, den gibt es wahrscheinlich nicht, weil das Scheitern keine Profession ist. Also es gibt immer Schutzheilige für irgendjemanden, ja, für Handwerker, für Zimmermeister, für Feuerwehrleute, für schlag mich tot, ja. Aber es gibt ja keine vom Beruf, ich bin von Beruf Scheiterer, ja. Also, ist wahrscheinlich auch nicht schutzfähig, weil irgendwie sind wir das ja alle, das ist ähnlich wie mit dem Psychologen, ja, der ist als Berufsbezeichnung auch nicht schutzfähig, weil jeder Mensch ist Psychologe, daraus rekrutiert sich ja die Psychologie, also kann man nicht sagen, jemand ist Psychologe, der halt ne, Psychologe ist, sondern wir sind es ja eigentlich alle. Wir kamen dann auf 5 oder 6 Schutzheilige des Schiffbruchs. Und Schiffbruch ist ja eigentlich schon irgendwo ein Scheitern. Also es ist ein Bild, das auf jeden Fall schon mal irgendwie funktioniert. Ich finde das aber unbefriedigend, weil ein Schiffbruch entspricht nicht meinem momentanen Lebensgefühl in einer neoliberalen Informationsgesellschaft. Das passt nicht. Also mir fehlt da eben diese Komponente des mentalen, persönlichen Scheiterns, wo das Individuum auch noch schuld ist an seinem eigenen Scheitern. Und das ist bei einem Schiffbruch einfach nicht enthalten. Weil gut, da hat vielleicht der Kapitän irgendwie dann Mist gebaut. Das ist aber auch alles, was man machen kann. Ansonsten ist es immer Mannschaftsprodukt, das da stattfindet. Bis dann irgendjemand in diese Diskussion einen irischen Heiligen einwarf, St. Brendan the Navigator. Und da kommen wir auch schon in die Navigationsecke. Der hat an der irischen Südwestküste gelebt, ich glaube so im 5. Jahrhundert, und ist bekannt geworden für eine Odyssee, die er unternommen hat. Und ich habe mir dann auf Wikipedia mal so die Kurzform angeguckt von dieser Odyssee, und da kommen dann so herrliche Sätze drin vor wie
Sie landeten auf einer Insel, entzündeten ein Lagerfeuer, plötzlich versank die Insel und es stellte sich heraus, dass sie auf dem Rücken eines Walfischs gelandet waren. Und das finde ich zum Beispiel ein ganz super gutes Bild für Scheitern. Also bist du gerade auf der Insel angekommen, ne, hast ja schön dein Lagerfeuer und willst dich irgendwie, ne, hast vielleicht schon gegessen und willst dich mal hinlegen und denkst so, morgen geht's wieder weiter, ja. Bäm, schwimmst du im Wasser rum und denkst so, was ist hier passiert? Ja, wo ist mein Schiff, wo ist mein Feuer? Ja, das ist also so. Und das endet dann auch damit, dass, also diese Odyssee endet dann damit, ja, sie fanden die Paradiesinsel, die heilige Paradiesinsel, kehrten zurück und kurz darauf verstarb St. Brandon. Ja, super, toll. Ja. Mission accomplished, tschüss. Schön für St. Brandon, wir gönnen ihm das. Darüber bin ich jedenfalls auf die Odyssee gekommen und habe dann festgestellt, dass es in diesem literarischen Topos der Odyssee ganz schöne Bilder gibt, zum Beispiel sehr prägnant dieses Motiv, dass der Held oder die Helden der Odyssee dreimal an einen Ort kommen müssen, bis sie das Paradies finden. Also die scheitern zweimal und erst beim dritten Mal, wenn sie denselben Punkt erreichen, da finden sie dann plötzlich das Paradies. So. Der Trick dabei ist, und da sind wir halt auch wieder beim Navigieren, die kommen ja nicht immer aus derselben Richtung. Ja? Die kommen halt beim dritten Mal eben vielleicht genau aus der richtigen Richtung, die sie vorher gar nicht sehen konnten, und dann finden sie das plötzlich. Also ändere einfach öfter mal deine Perspektive, um deine Handlungsmöglichkeiten sehen zu können. Hat da auch letztens jemand getwittert, fand ich ganz hervorragend, Reminder to self, selbst wenn du denkst, dass du das Ziel klar vor Augen hast, tritt nochmal ein paar Schritte links und rechts neben des Weges, um sicher zu sein, dass du alle Handlungsperspektiven abgeklappert hast und das auch wirklich passt. Das ist so ein bisschen das, was wir dann genannt haben, das Scheitern ist eigentlich ein Navigieren im Krebsgang, weil das Scheitern ist ja nicht gerade, also es ist auch sowas, was mich wahnsinnig genervt hat an diesen Fail Fast, Fail Better, ja, da sieht man dann immer so ein Bild von einem Wanderer, der ist dann oben auf einem Gipfel und dann sieht er den nächsten Gipfel und den will er dann erreichen und um damit diesen Gipfel zu erreichen, muss er halt dann erst runter in das Tal steigen und den nächsten Gipfel dann wieder hochsteigen, so. Ja, aber was passiert, wenn er gerade den einen Berg runtersteigt und dann entdeckt er eine gemütliche Höhle mit ein paar Bärenfellen drin und findet es eigentlich toll und will eigentlich lieber da bleiben, anstatt zu diesem anderen blöden Gipfel zu gehen, weil er plötzlich selber gar nicht mehr weiß, was er auf diesem anderen Gipfel eigentlich soll. Ja, also dann ist er natürlich gescheitert, an dem Ziel, ne, diesen anderen Gipfel zu erreichen, aber da in der Höhle ist es vielleicht viel besser. Und wer weiß, wie lange er da drin bleiben will, vielleicht will er einfach nur sich mal, weiß ich nicht, Powernapping legen und dann wieder weiter. Das sind ja alles Möglichkeiten, die man sich nimmt, wenn man zu zielorientiert ist und einfach nicht mehr die Möglichkeiten sieht, die sich links und rechts des Weges ergeben. Gleich, mach nur das noch zu Ende. Oder der kommt unten im Tal an und entdeckt plötzlich unter dem Gipfel, auf den ich da hoch will, da ist ein Tunnel. Da kann ich auch einfach durchgehen und dann komme ich in ein ganz anderes Tal mit überhaupt keinen Gipfeln mehr und da fühle ich mich eigentlich viel wohler. Ja, warum soll man dann noch auf diesen anderen Gipfel hochsteigen? Ich kann mir das nicht erklären und ich finde das irgendwie höchst albern. Also ich finde, wir können uns da durchaus mehr Offenheit erlauben. Bitte. Sekunde. So, eigentlich schon zusammengefasst, was ich sagen wollte. Diesen Begriff Scheitern, der stört mich eigentlich ein bisschen, weil es ja eigentlich kein Scheitern im Sinne von Eingeständnis ist, irgendwie was kaputt gemacht zu haben, jemand anderen verletzt zu haben oder jemand anderen seine Ziele nicht erreichen zu lassen. Das sehe ich dann so eher als Scheitern an, wenn ich andere mit in eine Situation bringe, die sie nicht wollen und durch mich hervorgerufen wird, weil ich was nicht erreichen konnte mit ihnen gemeinsam und das vielleicht an mir gelegen haben könnte. Das könnte ich vielleicht noch gerade erstellen, aber alles, was meine eigenen Ziele anbetrifft, wenn ich die nicht erreiche und sie neu definiere auf diesem Weg zu dem einen Ziel, was ich mal hatte und dann zwischendurch aber sagen kann, jawohl, damit kann ich jetzt leben, hier bin ich einverstanden mit, das entspricht meinen Institutionen, dann würde ich das nicht als Scheitern begreifen, sondern einfach als neue Zielsetzung wieder. Und das stört mich eigentlich ein bisschen so in dieser Hatz dieser Gesellschaft, dass man eigentlich immer dazu gezwungen wird oder eingeredet wird, du musst immer irgendwie weiter, schneller, ist ja auch diese Theorie des Wachstums, die ja eigentlich auch keine reelle Begründung hat, warum alles wachsen muss.
ne, immer wieder neu und wieder mehr werden muss, wo man immer Mehrwert schaffen muss und immer sich selber mehr aneignen muss. Ne? Und das spielt ja alles dort mit rein, ist ja eigentlich nur dazu da, ist meine Auffassung, um Menschen in bestimmten Bahnen zu lenken und eigentlich mal runterzukommen und über das nachzudenken, wo sie sind, eigentlich von abzuhalten. Und das müsste man eigentlich, sagen wir mal so, als Gesellschaft viel stärker in sich verinnerlichen, einfach mal die Gesellschaft runterzufahren, diese Geschwindigkeit rauszunehmen. Ja? Also diese Geschwindigkeit erreicht durch diese Information und alles. Ja, also früher hat man sich hingesetzt und hat eben am Kamin die Kamingespräche geführt. Ne? Früher haben die Leute auch mal 5 Tage lang Geburtstag gefeiert. Ja, ja. Ne? Oder 3 Tage Hochzeit, 3 Wochen Hochzeit. Ne? Ja, genau. Und, da, und die haben dann zwischendurch einfach da gepennt und war alles gut, ja, alles schick. Vielleicht ist das ein guter Moment, also das Barcamp des Scheiterns, die Idee ist dann entstanden, weil wir gesagt haben, also erster wichtiger Schritt ist, dass wir überhaupt über das Scheitern sprechen. So, dass das nicht mehr tabuisiert ist, dass das nichts ist, wofür man sich schämen muss, sondern dass das eine Kraft sein kann, die die Empathiepotenzial hat, also die uns weiterbringen kann. So, das ist erstmal so unser Anliegen. Also wir sind da zu dritt im Orga-Team. Zweiter Punkt noch kurz. Vielleicht ist das ein guter Moment für die Definition von Scheitern. Also ich habe selbst Scheitern definiert als einen unumkehrbaren Endpunkt. Also du willst dauernd, du kommst aber einfach nicht mehr weiter und es geht einfach gar nichts mehr. Ja? Und du kommst nicht mehr darüber und du kannst auch das, was passiert ist, nicht mehr ungeschehen machen. Es ist einfach ein Endpunkt erreicht und dieser Endpunkt ist unumkehrbar. Und das unterscheidet natürlich das Scheitern von einem Fehler. Wenn ein Fehler ist meiner Ansicht nach dadurch gekennzeichnet, dass man den nochmal irgendwie ausbügeln kann. Wenn du gescheitert bist in kleinen Dingen oder in größeren Dingen, dann du kommst da nicht mehr drum rum. Du kannst es nicht mehr ungeschehen machen und du kannst auch die Folgen davon nicht mehr ungeschehen machen und musst mit denen leben. Ich bin im Laufe der Recherche auf einen radikalen Pessimisten gestoßen, den Julius Bahnsen. Der hat das Scheitern auch sehr schön definiert. Der sagte, Scheitern ist ein irreparables Missgeschick. Also auch ähnliche Stoßrichtung. Ich habe mal gesagt, der Lohn des Scheiterns ist Empathie und eben in längerfristigen Beziehungen vertrauensvolle Umgebungen. Julius Bahnsen sagt, der Lohn des Scheiterns ist ein tiefgründiger Humor. Und das ist auch dieselbe Ecke. Ja, also ihr lacht, ich sehe schon, ihr habt es begriffen. Also was gerade stattgefunden hat, ist genau das. Ich erzähle euch über das Scheitern. Ich erzähle euch, ne, der Lohn des Scheiterns ist tiefgründiger Humor. Das ist schon relativ humoristisch und freundlich formuliert. Ihr lacht und ich weiß genau, ihr habt total begriffen, ne? Spiegelneuronen funktioniert, alles schick. So, wir sind hier empathisch und das Ding funktioniert irgendwo. Sekunde, ihr habt Orga? Wir haben eine kleine Orga-Durchsage. Achso. Ja, der Besitzer des Autos mit dem Kennzeichen Wiesbaden IT, also... Das ist der Oberkommissar. Achso. Ja, der soll sein Auto weg. Okay. Wir hatten eine Frage hier und hier. Ja, es ist im Endeffekt eine Frage. Oder ein Beitrag, wie auch immer. Ja, es gipfelt in einer Frage. Ich bin Alkoholikerin. Ich möchte nicht wissen, wie oft ich mit dem Versuch, es zu lassen, gescheitert bin. Allerdings habe ich auch nicht aufgegeben. Das heißt, ich bin immer wieder ein Großartig. Stück, immer wieder erstmal in Ruhe sitzen geblieben und habe gedacht, scheiße, dumm gelaufen. Aber das war es ja noch nicht. Ich bin ja nicht endlos immer, ich bin ja nicht endgültig vor eine Mauer gelaufen und dann liegen geblieben. Auch nicht sofort wieder aufgestanden, natürlich nicht. Aber dieses Stück zurückgehen, vielleicht bis zum letzten Fehler und einfach mal gucken, warum habe ich den gemacht? Und dann weiter versuchen. Dann kommt wieder unter Umständen ein Scheitern. Aber irgendwann kommt auch genau diese Lücke in der Mauer, wo du weißt, da gehst jetzt durch und dann hast du es. Ich empfinde Scheitern als Chance. Als Chance, bitte sag mir, wenn ich da falsch liege, das ist natürlich eine ganz persönliche Sicht. Scheitern als Chance, mal ein paar Schritte zurückzugehen, innezuhalten, aufhören, hektisch zu rudern und dann findet man den richtigen Weg.
Ja, also erstmal ist es nicht meine Aufgabe, da richtig oder falsch zu beurteilen. Deswegen, wie gesagt, auch keine Folienpräsentation, weil es mir wirklich sehr wichtig ist, dass ihr das so für euch mitnehmt, was das mit euch tut. Also ich habe hier nicht irgendeine Definitionsmacht, Scheitern zu definieren. Ich hab das eben so erlebt. Das ist sozusagen der Ausfluss, der da rauskam. Und ich habe gemerkt, dass das was ist, was Leuten auf verschiedenen Ebenen was geben kann. Zu dem Scheitern als Chance, ich würde da tatsächlich gerne weitergehen und Scheitern tatsächlich als Potenzial benennen, so, weil Chance ist mir da noch ein bisschen zu niedlich. Also das ist mir auch zu niedlich für das Scheitern. Ich habe verschiedene Gespräche auch mit Psychologen darüber gehabt, weil ich wissen wollte, wie sich das einordnet so in die landläufige Psychologie, was ich da mir so selber zusammengereimt habe. Ich habe eine Zeit lang immer sehr vehement vertreten, dass das Praktische am psychischen Scheitern ja ist, dass man zwar bodenlos fallen kann, aber körperlich ja unversehrt bleibt. Ja, und wurde tatsächlich eines Besseren belehrt, und das ist auch ein wichtiger Punkt, auch im Zusammenhang mit Sucht. Ich kenne das teilweise vom Rauchen, eine ähnliche Geschichte. Es ist, also die haben dann alle gesagt, Regine, das kannst du so nicht erzählen. Das gibt psychosomatische Begleiterscheinungen, und die sind nicht ohne. So. Und da plötzlich dachte ich so, voll blöd, ja, hatte ich ja auch selber in meinem Scheitern. Also bei mir waren das 2 Wochen Gastritis, ich habe 3 Wochen gebraucht, bis ich wieder was essen konnte. Ich habe 3 Wochen lang geblutet, und danach erst 3 Monate später bin ich überhaupt wieder in regelmäßigen Monatszyklus gekommen. Also lustig, dass mir die Psychologen erst was erzählen mussten von psychosomatischen Nebenwirkungen, die dann gar nicht so ohne sind. Also worum es mir geht, ist zu sagen, ich finde, wir brauchen mehr Aufmerksamkeit für die Potenziale, die im Scheitern drinstecken. Aber ich möchte definitiv nicht vertreten, eben dieses Fail fast, Fail better. Und auch nicht dieses, juhu, ja, wir scheitern jetzt alle mal so, ne? Scheitern ist so toll. Also darum geht es wirklich überhaupt nicht. Sondern es geht tatsächlich darum, dass in diesen Momenten, wo wir im Scheitern drin sind, dafür einfach vielleicht ein bisschen... dafür vielleicht ein bisschen eine andere Sichtweise zu finden, die ich kurz so zusammenfassen möchte. Solange alles gut geht, damit sind wir ja vertraut, und in der Regel streben wir ja auch danach. Also niemand möchte dauernd sich alles im Leben kaputt machen sozusagen. Ja, also eigentlich ist ja so ein Grundbestreben da, dass man sich irgendwie in seinem Leben mal gut einrichten kann, was auch immer für jeden gut sein mag. Das kann ja für jeden anders sein, aber man möchte sich da irgendwie so ein bisschen einrichten. Und das ist ja was wir permanent üben, was uns permanent auch wieder herausfordert und wo wir dauernd uns auch in gewisser Weise anpassen und wo so ein dauernder Austausch auch stattfindet. Wenn man jetzt in so ein, also wenn einfach mal alles kollabiert, wenn einfach mal alles zusammenrauscht, so, nichts funktioniert mehr, ja, das ist kein Sinn, den du vorher hattest, woran du dich festhalten konntest, funktioniert mehr in der Situation, in der du bist, was ja eben so ein Scheitern ist, ja, so ein kollabierender Moment, das rauscht einfach alles weg. Das ist natürlich eine ganz fundamentale Sinnkrise, die sich da auftut. Und ich glaube, dass sie für viele Menschen deswegen so bedrohlich ist und auch für mich auch immer noch, obwohl das im Kopf schon anders tickt, dass das aber ne, gefühlsmäßig und in der ganzen Person bei mir auch noch gar nicht komplett durchgegangen. Ich glaube, was an der Sinnkrise so beängstigend ist, ist der Horror-Vakui, der dahinter steckt. Dass plötzlich alles leer ist und man einfach nichts mehr findet, woran man sich halten kann. Und was ich eben gemerkt habe und wo mich auch eben diese ganze Literatur und alles, was ich dazu gefunden habe, eben halt überhaupt nicht befriedigt hat, war, dass in diesem Scheitern, in dieser Sinnkrise, da ist keine Leere, sondern da passiert was. Und das, was da passiert, das ist wichtig. Das heißt, wenn wir in solche kollabierende Momente geraten, wenn Scheitern kommt, wenn Zweifeln kommen, wir brauchen dann einfach nur andere Werkzeuge, als wenn halt alles, gut läuft oder für uns eben, ne, je nachdem, was das für jeden ist, halt gut läuft. Und deswegen auch diese Idee mit dem Barcamp, weil ich möchte gerne mehr wissen darüber, was für Werkzeuge andere Menschen in solchen Situationen verwenden. Und ich glaube, dass es uns gut tut, wenn wir uns darüber austauschen. Entschuldige, ganz, wir hatten eins hier. Ganz kurz dazu, das heißt, für mich jedenfalls, und das könnte dann eben auch für andere heißen, Scheitern ist nichts Endgültiges.
Es ist ein unumkehrbarer Endpunkt, aber es ist nichts Endgültiges. Ja. Also kein endgültiger, sinnentleerter Horror-Vakui, in dem man sich gefangen halten muss. Ja. Aber ein wichtiger Zustand. Moment. Also ich habe ein Problem damit, mit einer abstrakten Rede von Scheitern. Ich möchte das gern kontextualisiert wissen, worauf sich das bezieht. Und der Rainer hatte ja schon einen Punkt vorhin angesprochen, nämlich das unendliche Wachstum. Wenn ich die Vorstellung habe, dass das Wachstum unendlich sein muss, dann ist natürlich klar, in dieser Vorstellung kann ich nur scheitern. Und ich kann auch froh sein, wenn ich damit scheitere. Das ist nämlich auch ein Beginn eines Gelingens, dass ich halt mich anders orientiere und mir einen neuen Weg suche. Und gerade in diesem unendlichen Wachstum steckt auch ein großes Problem drin, nämlich, dass wir Menschen uns einbilden, wir könnten das Unendliche beherrschen, was natürlich der Aberwitz schlechthin ist. Und mit dieser Vorstellung können wir auch wiederum nur scheitern. Das ist für mich das ultimative Scheitern, wenn ich glaube, ich könnte das Unendliche beherrschen. Nun ist aber die Frage, wie halte ich dieses Unendliche eigentlich aus? Wie gehe ich damit um? Und da ist für mich die Sache auf eine bestimmte Art und Weise auch wiederum religiös. Dass ich nämlich sage, ich setze als Symbol für das Unendliche, setze ich Gott. Ich sage, Gott ist der Garant für die Einheit von allem, egal wie weit ich auch immer gehen mag. Ich darf es aber gerade eben nicht bestimmen wollen, was eben Gott ist. Ich darf diese Position nicht einnehmen wollen. Wenn ich das leisten kann, dann kann ich eigentlich relativ sorglos mit dieser Unendlichkeit umgehen, kann sagen, gut, die hat ihren Ort. Und dann kann ich mich auf das konzentrieren, was mir als Mensch möglich ist und kann das immer wieder in diese Kontextualisierung zurückholen und kann immer wieder gucken sozusagen, was ist denn eigentlich das, womit ich mich sinnvollerweise beschäftige, wo ich auch eine gute Chance habe zu gelingen, dass das gelingt, weil wenn ich dann an den Punkt gekommen bin, ist die Sache abgeschlossen, dann kann ich das sozusagen in die Akte packen, ist ein Vorgang, der zurückliegt und ich kann mich einem neuen Geschehen zuwenden, das mir mit Sicherheit zuwachsen wird, dieses neue Geschehen. Also ich denke, die Probleme werden uns ein Leben lang nicht ausgehen. Eher sterben wir, als dass uns die Probleme ausgehen. Ja, korrekt. Also welche Narrative da jeder Mensch für sich auswählt, die sich für ihn als sinnvolle Bewältigungsstrategie herausstellen und die für ihn aufgeben, das ist natürlich jedem freigestellt. Und ob man das Gott nennt oder nicht, ist mir persönlich da eigentlich ziemlich egal. Wichtig ist mir nur unterm Strich, dass wenn man das Gott nennt, dass man dann trotzdem noch empathisch anschlussfähig bleibt an andere Menschen, die es nicht so nennen. Und umgekehrt natürlich auch. In meiner Geschichte des Scheiterns irgendwie hat sich herausgestellt, also es gibt für mich zwei Bilder von Scheitern oder zwei so Maßstäbe, nämlich einmal das Scheitern an den eigenen Ansprüchen und das Scheitern an den gesellschaftlichen Ansprüchen. Und man kann auch gescheitert werden, ja. Ja, aber die gesellschaftlichen sind ja dann auch die eigenen, die man übernimmt. Und also meine Erfahrung in diesem mehrmaligen, also tatsächlich irgendwie Scheitern im Sinne von voll auf die Fresse, ist, dass du halt irgendwie als junger Mensch losgehst und dann kannst du Freak sein, wie du willst. Du versuchst natürlich irgendwie immer deine Maßstäbe an diesen gesellschaftlichen Maßstäben auszurichten, sei es möglichst weit weg oder sei es möglichst nah dran. Und je öfter ich gescheitert bin, umso eher hatte ich die Chance, tatsächlich für mich überhaupt rauszufinden, wie weit weg von diesem, von dieser Linie will ich denn sein. Also von Anfang an war klar, ne, ich bin anders als die anderen Kinder, ich mache das alles anders. Ja. War bei mir auch so. Beim ersten Scheitern ziehst du dann halt irgendwie rüber und sagst, nee, okay, dann mache ich es halt jetzt so wie die anderen, weil muss ja Sinn machen. Und irgendwann hast du halt die Chance, sich da irgendwie drin einzupegeln und die Möglichkeit, dass du tatsächlich mit dem auch deine Ziele so setzt, dass sie dir mehr entsprechen und das Scheitern dann irgendwie seltener vorkommt oder anders. Also das ist genau eigentlich, was gemeint ist mit diesem Scheitern im Krebsgang. Also auch wenn wir uns vermeintlich geradlinige Biografien von erfolgreichen Menschen angucken, die wussten ja nie von Anfang an, dass sie mal das werden, sondern die haben sich meistens in verschiedenen Experimenten und Abwegen einfach durch ihr Leben durchgelebt und hinterher natürlich, wenn man sich so eine Biografie anguckt, dann ergibt das natürlich alles plötzlich einen Sinn.
Sinn. So, ja. Aber das weiß man halt nicht vorher. Also niemand weiß das vorher, wohin ihnen bestimmte Entscheidungen führen. Also wir können manche Dinge überblicken. Also ich möchte jetzt auch nicht ein Bild zeichnen hier von ahnungslosen Idioten, die sich versuchen, durch einen Jammerteil des Lebens zu stolpern. Ja, das ist natürlich auch nicht der Sinn der Sache, sondern es gibt Dinge, die eben für uns aufgehen. Aber was ich schon ein gutes Bild finde, ist, wir sind eben Übende. Und zu diesem Üben gehört auch das Scheitern. Also ich sehe uns auch nicht als Übende auf einen Übermenschen hinzu. Ja? Also nicht nur Nietzsche hat gesagt, dass Gott tot ist, sondern Nietzsche ist auch tot. Und ich finde auch, dass ein blöder Übermensch tot ist. Der nervt mich auch total, weil wir müssen uns auch nicht dauernd verbessern und auch nicht dauernd verändern. Wir dürfen auch einfach mal 5 Jahre in irgendeinem Job uns zwischenparken und vor uns hindümpeln und uns erholen und halt uns eben mal nicht verändern und mal nicht scheitern. Das dürfen wir auch. Ja, ich glaube, es hängt auch viel damit zusammen, wie man selbst mit dem Umgang mit Normen umgeht, also wie weit man selbst sich da auch konform verhalten will, aus welchen Gründen auch immer, und wie weit man mit Kontrollverlust umgehen kann. Weil ich glaube, bei den Piraten ist ja so dieser gängige Spruch, so lernen durch Schmerz. Ich würde lieber durch Vorbilder lernen, und ich denke, bei Vorbildern können es ja auch Vorbildern sein, wie die mit ihrem Scheitern umgehen, weil das sind ja eigentlich so die Beispiele, die dann halt auch ein Stück weit motivieren können, dass man sagt, es geht ja nicht darum, wie oft man hinfällt, sondern ob man in der Lage ist, wieder aufzustehen, und wenn man nicht in der Lage ist, aufzustehen, wie man sich am besten verhält, damit einem dann geholfen wird, also inwieweit man auch Vertrauen in seine Mitmenschen hat, dass es genug gibt, die einen dann wieder aufhelfen, und inwieweit Offenheit jetzt ein Fehler ist, weil man sich angreifbar macht, oder inwieweit Offenheit auch einfach die Chance ist, dass erkannt wird, wo man einfach Hilfe braucht. Also vielleicht kann man ja auch mal dieses, was uns nicht umbringt, macht uns härter, ja, also Lernen durch Schmerz sozusagen, vielleicht kann man das ja auch einfach mal ersetzen durch Lernen durch Empathie. Vielleicht kommen wir damit alle ein Stückchen weiter. Also ist nur mal so ein Angebot an einen Denkanstoß, das mögt ihr selbst beurteilen, jeder für sich, was das bringen kann oder nicht. Ja, ist gut. Wir sind jetzt in der Diskussion wieder ein bisschen weiter. Es wurde eben ganz zu Anfang ja auch darauf hingewiesen, dass man durchaus eine Unterscheidung machen muss beim Scheitern, nämlich das individuelle Scheitern. Also nehmen wir den Bergwanderer, der alleine unterwegs ist. Der hat andere Perspektiven oder andere Möglichkeiten, damit umzugehen, als wenn man das in einer Gruppe ist, also eine Gruppe Schiffbruch erleidet. Weil dann ist das Scheitern immer, man so will, öffentlich, und es geht eine Diskussion in der Gruppe los über die Ziele, warum die Ziele falsch waren, wer daran schuld ist und so weiter. Also das kennt ihr alle. Ja, die Schuldfrage, also interessanterweise wird dann in der Gruppe eben nicht immer akzeptiert, okay, das ist jetzt ein Endpunkt, wir sind jetzt gemeinsam gescheitert, weil wir gemeinsam diesen Endpunkt erreicht haben, es wird immer gesagt, ja, aber wenn der nicht gewesen wäre und wenn das nicht gewesen wäre, dann hätten wir es vielleicht doch erreicht, also zu wenig dann reflektiert, warum das gemeinsam nicht funktioniert hat. Aber das individuelle Scheitern ist ja etwas, was erst einmal nur intrinsisch, also in einem selber abläuft und wovon andere überhaupt nichts wissen müssen. Also ich glaube, die meisten Punkte, wo ich gescheitert sind, die sind nicht öffentlich, das weiß gar keiner, das weiß nur ich. Muss auch nicht, ja, ne? Steht ja jedem frei, genau. Und dann würde ich jetzt nicht sagen, das ist dann einfach nur eine Zielneudefinierung, sondern es sind schmerzliche Ablösungsprozesse. Ja? Ich habe mir etwas gewünscht, innerlich, ich hatte Bedürfnisse, etwas zu tun, und merke, das funktioniert nicht, ich muss davon Abstand nehmen, ich kann das nicht, oder und das sind eben auch schwierige Prozesse, die in einem ablaufen. Ich würde aber trotzdem diese Unterscheidung machen zwischen dem, sagen wir mal, eigenen Scheitern und dem Scheitern in der Gruppe. Absolut, klar. Also Bedingungen können da unterschiedlich sein. Für mich war jetzt nur erstmal das Ziel, also als ich da selber drin war, mich hat das echt genervt, dass ich nichts gefunden habe.
So, bin ja nicht nur in mir selbst gescheitert und hatte nichts, woran ich mich festhalten konnte, sondern ich habe auch um mich rum nichts gefunden, wo ich mich festhalten konnte. Und das sind dann für mich so Zeichen, wo ich mir dann denke, okay, dann arbeite das raus. Also was stört da und was nervt und womit kommt man nicht klar? Und eben das zu merken, erstens, dass ich das kann, zweitens, dass die Ergebnisse daraus tatsächlich anderen Menschen was zu geben haben. Also es gab viele, die haben zum Beispiel diesen Blogpost gelesen und haben gesagt, hey, das ist, also das Beste daran ist, dass ich jetzt erstmal weiß, dass ich scheitern darf. So, Punkt. Wo auch immer das hinführt, so, ja. Aber das finde ich schon mal großartig. Also, und beweist ja auch genau das. Ja, das ist eben dieses Scheitern und das Ergebnis, also ich würde das mal als ein mögliches gekonntes Scheitern betrachten, weil das genau in dieser Empathie gemündet ist. Also weil es genau das gebracht hat, wo ich auch hin wollte und mir damit auch gezeigt hat, dass ich zwar in so einem Vorgang des Scheiterns eben tatsächlich vielleicht alleine bin und da gibt es ganz viele Dinge, die kann man nur in sich ausmachen, die kann man vielleicht gar nicht sich öffnen und wie auch immer. Es sind auch wahnsinnig sensible Prozesse, die wirklich schnell in ganz seltsame Grenzerfahrungen münden können, mit denen man auch wirklich vorsichtig sein muss. So. Aber das zu wissen, erstens, dass es nicht leer ist, zweitens, dass da drin Potenziale sind, die man entdecken kann, die man später mit anderen Menschen empathisch teilen kann und die daraus eben einfach eine vertrauensvollere Kommunikation ermöglichen, in der sich andere Menschen auch besser aufgehoben fühlen können, ein kleines bisschen besser in dieser Welt, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so etwas pathetisch sage, dann finde ich das schon mal großartig. Also das finde ich einen ganz enorm wichtigen Schritt auf dieser Reise. Eins, zwei. Ja. Ich habe noch einen kurzen zu dem Gegenkonzept von Scheitern, weil es ist ja nicht alternativlos, es gibt ja den anderen Plan, den ich dann so, also für mich benannt habe mit der gewohnte Schmerz. Also das Gegenkonzept zum Scheitern ist so für mich der gewohnte Schmerz, das heißt, um nicht zu scheitern, machst du immer wieder denselben oder den ähnlichen Fehler? Also du gehst immer wieder zurück, vielleicht nimmst du einen anderen Weg, machst aber dieselben Verhaltensweisen, kommst zu demselben Ergebnis. Dieses Ergebnis ist dir aber so vertraut, dass es das Ergebnis ist scheiße, du bist unglücklich, aber es ist so vertraut und ist damit natürlich für dich viel positiver als dieses schwarze Loch, in dem du nicht wo du nicht weißt, was da drin passiert. Und das ist das, was natürlich unglaublich energieraubend ist, irgendwie die Leute nicht weiterbringt, was aber ein total beliebtes Konzept ist, was unglaublich viele Leute fahren. Ganz spannend, dass du das gerade sagst, wo ich irgendwie auch gerade den Gedankengang hatte, dass die Situation irgendwie in einer Situation zu sein, wo man das Gefühl hat, vielleicht geht gerade was schief, aber man hält fest, weil es könnte ja auch irgendwie noch klappen, habe ich gerade irgendwie 2 Jahre lang durchgemacht. Es ist dann doch noch die Diplomarbeit dabei rausgekommen. Ich finde das unheimlich schwierig irgendwie, beziehungsweise überlege halt, hätte ich irgendwie nicht an einem Punkt irgendwie den Absprung schaffen müssen. Wann kann dieser Zeitpunkt sein, dass man sich eingesteht, dass gerade was wirklich schief läuft? Wann kann man diesen... Es tut ja eh schon weh, aber wann kann man zulassen, dass es so sehr weh tut, dass man danach aber eben, ja, dass man hingefallen ist und dann eben doch wieder aufsteht? Ich weiß nicht, ob das nach deiner Definition ganz ein Scheitern ist. Ja, also ein bisschen Plädoyer dafür, Schmerz zuzulassen, Scheitern zuzulassen, tatsächlich. Also einer in unserem Orga-Team zum Beispiel, den haben wir deswegen aufgenommen, weil er daran gescheitert ist, eine Bachelorarbeit über das Scheitern der Medien zu schreiben. Ja, übrigens auch nochmal kurzer Hinweis, Webseite von unserem Barcamp, odyssey-of-failure.info, Twitter-Account UFPRO, OOFPRO, falls ihr da mal reinschauen wollt. Bei mir ist es zum Beispiel so, in meiner Biografie, wo du gerade diese Abschlüsse ansprichst, ich habe keinen Abschluss als das Abitur, aber ich bin ein sehr studierter Mensch. Ich habe 30 Semester studiert ohne Abschluss.
Und ich wollte das übrigens auch. Also ich wollte nach dem Abitur, wollte ich gerne Langzeitstudentin werden. Und ich habe jetzt tatsächlich das Problem, dass ich das jetzt seit einigen Jahren nicht mehr bin und finde 30 Semester jetzt eigentlich gerade so passabel. Also ich würde sagen, ich habe mein Ziel zumindest nicht erreicht. Aber ich weiß, da geht eigentlich noch was. Also ich bin nicht ganz zufrieden mit meinem Achievement. So. Ja. So. Aber das ist natürlich auch eben für jeden wieder was anderes. So, ne? Genau. Es gab, glaube ich, noch Fragen. Ich wollte gerade noch mal konkret auf den Vorredner eingehen. Also ich kann es nur aus eigener Erfahrung sagen, so der Punkt, wo es dann wirklich nicht mehr geht, ich glaube, das sind wirklich so diese Grenzen, diese körperlichen Grenzen mit psychosomatischen Erkrankungen. Ich hatte sowas mal gehabt, wo ich halt auch gesagt habe, massiver Allergieschub, sonst was, und wo mir eine gute Bekannte völlig unabhängig von Kenntnis der Vorgeschichte gesagt hat, wenn das so weit ist, dass Hände und Füße komplett offen sind, dass du nichts mehr festhalten kannst, dann zeigt dir der Körper das einfach. Ja, sagt sich immer so schön, aber ist halt, ja, genau. Ich reflektiere mal auf das, was Andreas gesagt hat, das Scheitern in der Gruppe, wo dann ein Reflex auftaucht, die Schuldzuweisung, um das Scheitern so zu regulieren, dass nicht die Gruppe getroffen ist, sondern dass man sagt, das ist gescheitert, weil der oder weil der. Wenn man das jetzt mal transformiert zum persönlichen Scheitern, dann gibt es natürlich noch die sehr häufig auftretende Gefahr, dass wenn man gescheitert ist, man vielleicht aufsteht oder auch liegen bleibt und sagt, ich bin ja gar nicht gescheitert, das waren die Umstände, das war der oder der, das ist, weil das passiert ist. Also ist auch nicht mehr persönlich überdenkt, dass man selbst etwas dazu getan hat, sondern das war eben was anderes. Man lagert es aus und damit ist das Scheitern, also zumindest nach meiner Auffassung, dann wirklich endgültig, weil man nicht mehr auf sich selbst zurückblickt und guckt, wo stehe ich jetzt, wo suche ich mir die Lücke in der Mauer, wo ich dann nicht mehr scheitere oder was mache ich anders oder wie mache ich es besser. Das ist für mich die große Gefahr, dieses Suchen nach dem Verursacher des Scheiterns, ob in der Gruppe oder alleine, ist völlig egal. Also was ich daran natürlich immer ein bisschen schwierig finde, also in dieser absoluten Schuldsuche außen sozusagen, ja nicht, also in der Regel sind es ja immer Mischformen, ist in der Gruppe und auch in der Beziehung, es sind immer mehrere, die das einfach, das im Endeffekt produzieren, was dabei rauskommt, so. Und da nach einem Schuldigen zu suchen, halte ich deswegen für Zeitverschwendung, also mehr hätte man davon, meiner Ansicht nach, wenn man einfach die anderen Menschen auch versucht, ein bisschen da abzuholen, wo sie sind, das eben auf einer empathischen Ebene zu regeln und dann zu gucken, wo stehen wir denn jetzt eigentlich und wo wollen wir jetzt eigentlich irgendwie hin. Darum geht es ja dann eigentlich. Dann ist man zwar gescheitert, dann kann man natürlich da sitzen und sein Scheitern beweinen und das braucht auch seine Zeit und das darf auch passieren, aber Schuldsuche ist nicht Scheitern beweinen. Also das so. Ich hatte gerade noch einen Gedanken, der ist mir jetzt aber irgendwie entflogen. Ich lasse einfach mal weiterlaufen. Zu dem Scheitern in Gruppen, glaube ich, und Scheitern von mit sich selber sind, glaube ich, auch noch zwei verschiedene soziale Aspekte, die man auch, glaube ich, unterschiedlich betrachten muss. Wenn man Scheitern in Gruppen sich anguckt, dann gibt es ja, ob die Gruppe als Ganzes scheitert mit ihrem Projekt oder ob ich in der Gruppe scheitere, das ist ja auch noch was. Natürlich, da sind aber schon drei Aspekte. Und das spielt, glaube ich, immer eine ganz wichtige Rolle, wie sich Gruppen sozial strukturieren und wie sie Entscheidungen finden. Werden Entscheidungen durch Einzelne getroffen, dann wird natürlich der Entscheidungsfinder ist und der Entscheidungsmacher ist, wenn die Gruppe scheitert, natürlich als das Subjekt des Scheiterns definiert. Ne? Oder er hat seine Entscheidung so clever getroffen, dass er immer ein Opferlamm schon vorher vorbereitet hat. Und das sind dann soziale Spiele dann in Gruppen, Strukturen in Gruppen. Und meine Erfahrung ist, aus Leben, aus Studium, aus Arbeiten an verschiedenen Stellungen, als Unterstellter, aber auch als mit Leuten, die Leute unter sich gehabt hat und mit Leuten also führen musste und Entscheidungen treffen musste und manchmal nicht ganz leichte, dass man immer dann diesen Prozess des Scheiterns, sagen wir mal, eigentlich umgehen konnte
oder ihn für sich selber so darstellen konnte, dass es eigentlich mehr ein Fehler war, dann, den man dann auch korrigieren konnte, wenn man Prozesse eben gemeinsam, mit, also Entscheidungen, die Prozesscharakter hatten, gemeinsam getroffen hat. Nicht diese Alltagsfragen, die muss man dann, man muss man irgendwann entscheiden. Ne? Aber was so Prozesscharakter, was so Gruppencharakter hat, wo viele Leute involviert sind, auch ganz konkrete Auswirkungen auf viele Leute hat, wenn man die gemeinsam getroffen hat. Ne? Also wenn man diesen Entscheidungsprozess also bewusst gemacht hat, wenn man alle mit einbezogen hat und auch die Befindlichkeiten also versucht hat, dieser Gruppe erstmal zu erfassen, dann habe ich, wenn man sich diese Zeit, dieses klar geworden ist sich selber und wenn man diese Zeit sich genommen hat, dann glaube ich, sind solche Sachen eigentlich, sie verhindern das nicht, sie schließen das nicht aus, aber sie bieten andere Chancen. Ne? So, weil man auch offener ist, reflektiert und weil die Leute drumherum auch reflektierter sind und auch, sagen wir mal, gegenseitig mehr beachten. Ich finde, eine gute soziierte Gruppe, die eine gute soziale Struktur hat, achtet auch mehr aufeinander. Das merkt man, wenn man sagt, ich bin in einer Gruppe von Arbeitskollegen, wo ich gerne arbeite. Der Chef ist zwar, ne, aber die Arbeitskollegen sind gut, sie schützen mich, sie stützen mich, sie helfen mir, also wir helfen uns gegenseitig und der Chef hat eigentlich, obwohl er ein Stinktier ist, hat eigentlich gegen die Gruppe keine Chance. Ja, da ist eigentlich immer das beste Beispiel für mich dann so, wenn man nicht sowas höre. Und da merkt man dann irgendwie Strukturen entstehen und das, glaube ich, ist auch eine ganz wichtige soziale Komponente, die da mit reinspielt, gerade bei Gruppendynamik. Und die bewegt sich natürlich jenseits von Schuldfrage, ne? Weil so gute Teams, die sitzen nach irgendeinem Scheitern oder was auch immer nicht da und fragen erstmal, wer ist schuld? Ja, man könnte ja auch mal, anstatt zu fragen, wer ist schuld, könnte man sich ja auch einfach mal hinsetzen und könnte mal sagen, welche Hilfeleistung haben wir unterlassen? Ja, ich habe das Problem, ist das die Rede über das Scheitern, ist das nicht selber zum Scheitern verurteilt? Weil ich sehe halt das Problem, dass dahinter irgendwie auch im Verborgenen steckt, dass halt eben doch ein Wissenwollen ist, ein letztendliches, definitives Wissenwollen. Und das ist für mich in einer gewissen Art und Weise auch ein Herrschaftsgestus, mit dem ich letztendlich aber wiederum nur scheitern kann. Das heißt also, ist auch die Frage sozusagen, wie strukturiert sich die Rede über das Scheitern, worauf zielt sie ab? Trifft sie auf das, ist sie wirklich eine hilfreiche Rede oder ist sie eine Rede, die letztendlich sozusagen sich selber halt eben auch sabotiert? Direkte Antwort oder? Also ich nehme jetzt aus dem Vortrag und der Diskussion mit, dass Fehler auch was Gutes haben. Und ich glaube, das gilt auch insgesamt, wenn man sich mal vorstellt, dass wir eigentlich nur dadurch lernen, dass Fehler passieren. Wenn irgendwas zusammenstürzt, zusammenbricht oder irgendwas nicht so funktioniert, wie es ist, dann lernt man ja daraus und aus der Gruppe heraus über die verschiedensten Wege in die Gesellschaft getragen, haben wir eigentlich dieses Wissen erst bekommen, weil wir Fehler gemacht haben in dieser mit ja, den Menschen, der wir darstellen. Das ja, scheitert die Rede über das Scheitern am Herrschaftsanspruch, der über das Scheitern nicht zu erlangen ist, weil ja Kontrolle sowieso nur eine Inszenierung ist, die früher oder später bricht, weil das Leben immer komplexer ist, als man es kontrollieren kann. Also würde ich das mal kurz zusammenfassen. Meiner Ansicht nach gibt es keine endgültige Rede über irgendetwas. Es gibt auch keinen Stein der Weisen und es gibt niemanden, der die Weisheit mit Löffel gefressen hat. So. Was uns aber als Menschen verbindet und vorantreibt, das ist meine Auffassung und ich sage einfach mal uns, das mögt ihr mir bitte verzeihen, falls ihr das anders seht, ist eben dieses, dass wir kommunizieren können über das, was uns passiert. Und ich meine auch, dass das ist, was den Menschen vom Tier unterscheidet, dass er sich selbst reflektieren kann und dass er über diese abstrakten Selbstreflexionen sich sogar auch noch mit anderen austauschen kann. Und meiner Auffassung nach, das hört sich jetzt leicht buddhistisch an, ich muss mich aber wirklich gegen jegliche religiöse Zuschreibungen hier wehren, weil ich bin nicht getauft und ich habe genug damit zu tun, Regine zu sein, der ganze Rest interessiert mich überhaupt nicht. Wie auch immer, also ich versuche mir da so eine eklektizistische Reginik zusammenzubauen, die für mich halt dann vielleicht irgendwie funktioniert und diese Art Rede über das Scheitern ist halt ein Teil davon. Ich glaube eben, dass
im Menschen per se die Fähigkeit steckt, Gutes zu tun. Und das äußert sich für mich in solchen Dingen, wie dass wir zum Beispiel Brot backen können. Das finde ich einfach ganz hervorragend. Also diese Idee, dass wir Weizen anbauen können, dass wir rausfinden können, dass wir daraus Brot machen können, was wirklich ein fantastisches Nahrungsmittel ist. Ja, das ist, Brot fällt für mich unter das Whole Food. Ja, also wer mal abends ein gutes Käsebrot gegessen hat, eins, und merkt, wie zufrieden man sein kann nach einem anstrengenden Arbeitstag, wenn man einfach nur mal ein Käsebrot gegessen hat oder ein Honigbrot oder ein richtig gut handgebrautes Bier 03. Ja, das ist fantastisch. Das ist etwas, was andere Menschen gemacht haben und was uns guttun kann. Wir sind natürlich auch im gleichen Maße dazu fähig, sehr viel Unheil anzurichten. Also ich will das hier jetzt nicht idealistisch machen. Um nochmal auf die Rede und die Herrschaft zurückzukommen. Wir haben nun mal diese fantastische Möglichkeit, Brotrezepte aufzunotieren, anderen Menschen zu zeigen, wie sie dieses machen können, das wir als gut gefunden haben. Wir haben die fantastische Möglichkeit, kritikfähig zu sein. Wenn jemand sagt, du, da und da finde ich dein Brotrezept nicht so gut, probier das mal so aus, zu merken, hey, das funktioniert sogar noch viel besser. Das ist einfach super. So. Und wir können das halt nicht nur rein praktisch, sondern wir können das eben auch von unserer Anlage her eben auch auf einer abstrakten Ebene, auf einer mentalen Ebene, auf einer seelischen Ebene, auf einer zwischenmenschlichen Ebene. Und ich möchte davon gerne mehr haben. Ich will das einfach so. Und weil ich das will und nicht jetzt rumrenne und sage, weil ich das will, müsst jetzt ihr anderen das machen. Ja, also ich meine, ich bin ja nicht, ich bin auf der Welt und die Welt ist dann aber nicht dazu da, mir wohlwollend entgegenzukommen, sondern da muss ich schon selber gucken, dass ich der Welt um mich rum halt wohlwollend entgegenkomme, so gut das irgendwie geht, mit allen Fehlern und Fehlschlägen und Scheitern und Verletzungen, die ich darin vielleicht auch anderen Menschen zufüge, vielleicht ohne es zu wollen, ohne es zu merken, wie auch immer. Weil das aber geht und weil wir Menschen das können, möchte ich einfach gerne mehr davon haben. Das ist eigentlich, das ist alles. Und ich meine, Rede über etwas ist natürlich immer eine gewisse Herrschaftsausübung, weil ich nehme ja das Recht heraus, das zu definieren, hier so für euch. Ja. Aber ihr könnt euch das halt nehmen oder ihr lasst es halt bleiben. Ja, deswegen wollte ich auch keine Präsentationen haben, weil ich da nicht noch mehr Bilder reinstopfen wollte und das nicht noch mehr beeinflussen wollte, sondern eben genau dieses als Rückmeldung auch haben wollte, was ja auch gekommen ist, dass das jeder von euch für sich verwenden kann, wie ihm das passt. Und wenn ihr hier rausgeht und sagt, so, das war jetzt mal totaler Mist, warum habe ich nur meine Lebenszeit in diesem gescheiterten Vortrag über das Scheitern verbracht, dann tut das bitte, aber also nicht nur aber, sondern und setzt bitte obendrauf noch einen möglichst wütenden Kritik-Rant, damit ich die Möglichkeit habe, diese Enttäuschung über die vergeudete Lebenszeit empathisch nachvollziehen zu können. Das war Sekunde, jetzt ein so schönes Schlusswort, dass ich mich fast gar nicht Sekunde traue. Kurz, wie viel Zeit haben wir noch? Ja. Gleich, bitte. Okay. Man muss das gar nicht religiös betrachten, sondern wenn man das schon allein aus einer komplex-dynamischen Warte betrachtet. Du kannst hingehen und ein Scheitern analysieren und dann vielleicht rausfinden, das lag da und da dran. Aber das gilt ja nur für genau diese Situation unter diesen Parametern. Und das kannst du sowieso nur in einem vollkommen trivialen System reproduzieren. Das heißt, egal wie du dich anstellst, du wirst das Scheitern nicht eliminieren können. Du kannst vielleicht sagen, okay, in der und der Situation wäre es besser gewesen, so rückschauend, ne, bei vorhandenen Informationen, totale, die du sowieso nie hattest, das und das gemacht zu haben. Ne? Insofern sich von dem Gedanken zu verabschieden, jetzt durch ausreichendes Herrschaftswissen oder so, dass ich mir durch die Analyse von vergangenem Scheitern angeeignet habe, das in Zukunft zu verhindern, das ist müßig. Also da muss man sich tatsächlich von verabschieden und das hat jetzt nichts mit Religiosität oder Buddhismus oder sowas zu tun, schon allein aus der Komplexität der Situation, in der man sich befindet. Ja, ich meinte das auch eher in Bezug darauf, dass ich eben per se einfach erstmal an das Gute im Menschen glaube. Und dieses Gute liegt für mich eben in diesen Fähigkeiten und Potenzialen, die wir haben. Da wollte ich mich gerne ein bisschen abgrenzen, damit das nicht in den falschen Hals kommt. Es tut mir jetzt leid, ich muss jetzt weitere Fragen abwürgen. Ich bedanke mich für die rege Diskussion und für den Vortrag. Um 14 Uhr geht es dann weiter nach dem Mittagessen.